Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeBola und heute würden wir Ihnen gerne ein paar Dinge zu einem Industriezweig sagen, der momentan wieder ein Stück weit im Kommen ist. Viele von Ihnen werden vielleicht den Wert, der hier am volumenstärksten ist oder der, sage ich mal, sich in den letzten Wochen am besten oder in den letzten Monaten, kann man sagen, mit am besten entwickelt hat, kennen. ACB ist das Symbol. Aurora Cannabis Incorporation, also vom Volumen und von der Marktkapitalisierung, glaube ich, der größte Wert in diesem Segment, kommt jetzt direkt aus Kanada, wo auch der Hauptumsatz stattfindet. Und wenn wir uns jetzt hier mal im Detail, wir können ja hier uns im Detail mal die letzten Tage anschauen. Der Wert ist nach den Quartalszahlen, muss man sagen, deutlicher zurückgegangen, deutlicher eingebrochen und kommt jetzt nach den Quartalszahlen von fast 6,50 wieder in Richtung 59. Wir sehen heute, so wie die letzten 3 Tage, ein extremes Optionsvolumen. Also ich glaube, hier bahnt sich ein Ausbruch an. Nächste Hürde natürlich die 10-Dollar-Marke. Wenn wir mal so in die Vergangenheit schauen, sehen wir natürlich auch, dass da noch einiges an Potenzial ist. Klar, der Wert ist extrem volatil, aber ich glaube, das kann man in der Phase sicherlich auch langfristig ganz gut nutzen, dass man hier einen günstigen oder niedrigen Einstiegspreis hat. Der Wert forscht auch weiter an neuen Patenten, an neuen Kreuzungen auch oder neuen Pflanzen, die jetzt synthetisch mitentwickelt werden. Und dann auch, sage ich mal, speziell in der Medizin mit Anwendung finden soll. Also es geht ja nicht nur um Cannabis als Rauschmittel, sondern auch, wie wir es häufig jetzt, glaube ich, überall schon erleben, CBD-Produkte, die gegen Schlafstörungen helfen sollen, die gegen Allergien helfen sollen. Und in dem Bereich ist, glaube ich, noch ein Riesenpotenzial vorhanden. Und als derjenige, der hier auch die größte Kaufkraft hat oder das größte Kapital, glaube ich, besitzt, ist natürlich ACB weiterhin hier zu favorisieren. Aber natürlich wollen wir auch einen kurzen Blick auf die anderen Titel werfen, die in diesem Bereich, glaube ich, auch schon häufiger genannt wurden. Einer der Werte, Sie werden sich erinnern an den Zeitraum im Februar, ist SNDL, Sundial Growers Incorporation. Nach wie vor war ja die größte Kritik, was wir auch im Januar schon oder Februar erwähnt haben, dass so richtig profitabel werden die Werte noch nicht, aber ich glaube, langfristig, speziell auch in der im medizinischen Bereich, ist da ein Riesenpotenzial. Und das ist jetzt eher einer der kleineren Titel, kämpft momentan gerade an der 1-Dollar-Marke, kann ein ganz interessanter Penny-Stock werden. Gerade wenn wir nochmal so eine Bewegung wie hier im Februar haben, kann das durchaus auch für diese Werte nochmal ganz spannend werden. Aber auch als Langfristinvestment, und da wollen wir natürlich nochmal den letzten Wert aus diesem Bereich Ihnen zeigen. Das ist der Ogani Kraft Holding mit dem Symbol OGI. Wir sehen hier überall eine Kopie von dieser Bewegung im Februar, auch bei diesem Wert. Vom Volumen natürlich lang nicht das, was wir bei ACB gesehen haben. Aber wenn Sie in diesem Bereich, glaube ich, muss sich für diesen Bereich interessieren, kommen Sie nicht an diesen 3 Werten vorbei und kann ein ganz interessantes Langzeitinvestment für die nächsten Monate oder Jahre auch mitwerden. In dem Sinne, wenn Sie keines dieser Videos in Zukunft verpassen wollen, subscriben Sie zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Lassen Sie einen kurzen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.